Hi, wie schön, dass du da bist. Ich bin die Petra von Pilates mit P. Ich habe heute ein Video für dich, das auf die Bauch- und Bauchmuskulaturen auf die Taille abzieht. Alles, was du brauchst, ist eine Matte und ungefähr 10 bis 15 Minuten Zeit, natürlich auch bequeme Kleidung und dann kann es auch schon losgehen. Wir starten heute im Sitzen. Du darfst die Füße aufstellen. Die Knie schauen nach oben. Wir wärmen erstmal ein bisschen unseren Bauch und unseren Rücken auf. Du darfst die Hände unter die Kniekehlen bringen. Du atmest ein. Du darfst gerne auch die Augen schließen. Und mit der Ausatmung machst du dich rund, saugst den Bauchnabel ein, bringst den Blick Richtung Bauchnabel. Mit der Einatmung machst du dich wieder lang. Mit der Ausatmung machst du dich rund, saugst den Bauchnabel ein. Mit der Einatmung ziehst du dich wieder hoch. Und mit der Ausatmung kommst du wieder tief. Noch zweimal so, einatmen und ausatmen. Und nochmal einatmen, mach dich lang und ausatmen. Werd ganz rund, bring den Blick Richtung Bauchnabel. Du darfst dich langsam wieder aufsetzen, bringst jetzt die Hände nach vorne, die sind so parallel zum Boden. Du atmest ein hier und mit der Ausatmung lässt du dich mal zurücksinken. Schau dabei, dass der Bauch richtig Richtung Rücken zieht, dass du schön in dieser C-Kurve, also in dieser Rundung bleibst und dass die Fußsohlen, wenn es geht, auf der Matte bleiben. Komm also nur so weit zurück, wie du das halten kannst. Wir starten mit unserer ersten Übung. Wir rotieren jetzt mit den Händen auf die linke Seite, kommen zurück zur Mitte und dann auf die rechte Seite. Kommen zurück zur Mitte, nach links, einatmen zur Mitte, ausatmen nach rechts. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte und ausatmen nach rechts. Und nochmal zur Mitte, nach links und zur Mitte, nach rechts. Komm nochmal zurück zur Mitte, bring die Hände zu den Schläfen, halte kurz. Und dann darfst du dich nochmal aufrichten, Hände gerne auf die Knie legen, mach dich lang. Zieh die Hände mal ganz lang, seitlich von deinen Ohren nach oben und bring sie dann langsam wieder nach unten. Wir probieren das Gleiche nochmal. Du darfst die Hände erstmal auf deine Knie legen, richte dich nochmal auf, schau leicht nach oben. Zieh den Bauchnabel jetzt schon wieder Richtung Rücken und roll dich dann gern in so einer leichten Rundung wieder nach unten. Wenn es geht, schau, dass die Fußsohlen auf der Matte bleiben. Wir starten wieder auf die linke Seite, zur Mitte und auf die rechte Seite. Zurück zur Mitte, auf die linke Seite und zurück zur Mitte, auf die rechte Seite. Zurück zur Mitte, nach links und zurück zur Mitte, nach rechts. Einmal noch jede Seite, zurück zur Mitte, nach links und zurück zur Mitte, nach rechts. Komm nochmal zurück zur Mitte, bring die Hände nochmal neben die Schläfen, komm ein bisschen tiefer, halte die Bauchspannung und dann bringst du die Hände nach vorne, mach dich nochmal ganz lang und dann darfst du dich gern wieder rund machen. Ich setze mich jetzt ein bisschen weiter nach vorne, wenn du nach hinten ein bisschen Platz hast, machst du das am besten auch oder noch nicht genug Platz hast. Zieh die Hände dann nach vorne, mach dich nochmal rund und dann legst du dich ganz langsam Wirbel für Wirbel auf die Matte ab. Lass dir schön Zeit, spür wirklich schön, wie jeder Wirbelkörper einzeln auf die Matte trifft. Und dann darfst du dich langsam auf die Matte ablegen, die Handflächen erstmal nach unten ablegen, leg den Kopf ab, ich mache mal kurz eine Spange hier zur Seite, genau. Und dann darfst du direkt die Hände zu den Seiten öffnen, die Handflächen schauen nach oben. Und dann darfst du erst das rechte Bein und dann das linke Bein in Tischposition bringen. Hier arbeiten wir jetzt richtig schön aus der seitlichen, aus der schrägen Bauchmuskulatur. Die Knie sind über der Hüfte, die Zehen sind schön gepointet. Und dann lässt du mal die Knie auf die linke Seite fallen, so in einem 45-Grad-Winkel. Achte dabei darauf, dass beide Schulterblätter am Boden bleiben. Und mit der Ausatmung ziehst du die Knie wieder zur Mitte. Mit der Einatmung auf die rechte Seite. Mit der Ausatmung bringst du die Knie zur Mitte. Und wieder nach links, atme ein und ganz langsam mit der Ausatmung und der schrägen Bauchmuskulatur ziehst du die Knie wieder zur Mitte. Einatmen nach rechts, ausatmen zurück zur Mitte.
Einatmen nach links und ausatmen zurück zur Mitte. Einatmen nach rechts. Lass beide Schulterblätter fest auf der Matte. Ausatmen zurück zur Mitte. Und nochmal links und zur Mitte. Und rechts und zurück zur Mitte. Einmal nach jeder Seite. Schieb die Knie nochmal nach links. Komm zurück zur Mitte. Schieb die Knie nach rechts. Und komm zurück zur Mitte. Sehr gut. Du darfst jetzt dann langsam das rechte und dann das linke Bein zum Boden bringen. Und dann darfst du dich hier mal auf eine Seite drehen. Okay, wir starten mit unserem Side Lift. Und zwar kommst du auf eine Seite. Schau, dass dein Körper auf einer Linie ist. Stell dir vor, die Hüftknochen stapeln sich so übereinander. Lass den Kopf ganz entspannt in deiner Hand liegen. Die Handfläche schaut nach oben. Zieh den Bauchnabel Richtung Rücken. Und wenn du das machst, dann müsstest du hier so eine kleine Öffnung haben. Bleib schön aktiv im Körperzentrum. Stell die vordere Hand auf vor dir, damit du ein bisschen Standhaftigkeit hast. Und dann ziehst du mit deiner Ausatmung die Füße hoch. Und mit der Einatmung wieder tief. Ausatmen, zieh sie hoch. Und mit der Einatmung wieder tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Für drei. Für zwei. Und beim letzten bleiben wir oben und pulsieren. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halten kurz und dann darfst du gerne die Beine ablegen, hier mal kurz entspannen und dann darfst du gerne auf deine Knie kommen, nach oben. Und zwar bringst du die Füße so übereinander, bringst die Hand so ein bisschen weiter nach vorne. Wenn wir jetzt nach oben kommen, dann sollte deine Hand, dein Handgelenk ungefähr über der Schulter sein. Du aktivierst wieder dein Körperzentrum, die andere Hand, die rechte, darfst du zur Seite ablegen und dann kommst du nach oben, atmest ein und mit der Ausatmung schiebst du die Hüfte noch ein bisschen weiter nach oben, die obere Handfläche schaut nach unten. Dann kommst du wieder ein bisschen tiefer und setzt dich dann ganz kurz auf der Matte ab. Bleibst aktiv in deiner seitlichen und deiner Taille, in der seitlichen Bauchmuskulatur. Mit der Einatmung kommst du in eine Schräge, mit der Ausatmung kommst du hoch. Mit der Einatmung wieder in eine Diagonale und mit der Ausatmung tief. Noch zweimal so. Einatmen hoch, ausatmen, streck dich lang. Einatmen zur Mitte und ausatmen tief. Noch zweimal, noch ein letztes Mal. Einatmen und ausatmen. Und einatmen und ausatmen. Sehr gut. Du darfst die Füße gerne mal so in diese Mermaid-Position bringen und dann streckst du dich gerne mal auf die rechte Seite, entspannst deinen linken Rippenbogen und kommst dann wieder zur Mitte und wir machen das gleich jetzt auf der anderen Seite. Ich drehe mich jetzt noch so, damit du mich gut sehen kannst. Du darfst dich langsam wieder auf den Boden ablegen. Die Handfläche darfst du nach unten legen, den Kopf ganz entspannt ablegen. Die Füße nimmst du übereinander, die Hüftknochen sind übereinander gestapelt, die Handfläche stellst du nach oben auf. Aktiviere dein Körperzentrum und schieb dann die Füße hoch und wieder tief. Und hoch und wieder tief. Und hoch und tief. Ausatmen hoch, einatmen tief. Ausatmen hoch, einatmen tief. Und hoch. Und tief. Wir schieben nochmal so weit, wie es geht, nach oben und machen kleine Palzes. 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halten, kurz oben. Und dann darfst du die Beine gerne am Boden ablegen. Hier mal kurz entspannen. Und dann darfst du dich gerne nach oben aufsetzen. Die Hand darfst du ausstrecken. Die Knie so leicht übereinander legen. Die linke Hand darfst du gerne zur linken Seite ausstrecken. Aktiviere dein Körperzentrum. Die Hand darfst du gerne so weit nach vorne bringen, dass wenn du nach oben kommst, die Handfläche, das Handgelenk und die Schulter auf einer Linie sind. Wir starten mit der Übung. Du atmest ein, ziehst dich hoch,
Mit der Ausatmung bringst du die linke Hand nach rechts. Mit der Einatmung kommst du in eine Diagonale. Mit der Ausatmung bringst du dein Gesäß kurz zum Boden. Einatmen in die Diagonale. Ausatmen, komm hoch. Einatmen, Diagonale. Ausatmen, tief. Einatmen. Ausatmen, schieb dich hoch. Einatmen und ausatmen. Noch zweimal so. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Letzte Runde. Einatmen und ausatmen und einatmen und ausatmen. Sehr gut. Darfst auch hier langsam wieder in diese Mermaid-Position kommen. Und dann streckst du dich mal ganz entspannt auf die linke Seite. Mach dich ganz lang, spür die Öffnung des rechten Rippenbogens und komm dann langsam wieder zur Mitte zurück. Lass gerne noch mal kurz in den Schneidersitz kommen. Richte dich noch mal auf, zieh beide Hände kraftvoll über die Seiten nach oben mit der Einatmung und zieh die Hände zum Herzen mit der Ausatmung. Noch einmal kraftvoll einatmen, beide Hände über die Seiten nach oben ziehen. Ausatmen, zieh die Hände zum Herzen. Das war meine kurze Pilates-Einheit für die Taille und für den Bauch. Ich hoffe, dir haben die Übungen gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du sie fandest. Und ich freue mich schon, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Abonnier unbedingt den Kanal, damit du kein neues Video mehr von mir verpasst. Bis dahin. Tschüssi.